Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Ja, ich bin ein Yeti. Ich bin ein Yeti-Ritter. In der letzten Folge haben wir ein paar Quests gemacht und heute machen wir ein paar Quests. Okay, da wird ja nur eine Weile so dauern. Ne? Ich sehe da gerade, da ist noch irgendwas. Gehen wir mal da hinten, ne? Um zu gucken, wie wir da hinkommen. Hier oben. Lass mich da rein. Das ist nicht richtig hier. So, ja, Freispiel, wir sammeln Steine, machen Quests und so, ne, kennt man ja mittlerweile, ne? Wir müssen Trauerstimmung, wir müssen genau für diesen einen Typen auf Hof müssen wir hier so ein paar Teile sammeln, ne? So ein paar Schrottteile, ne? Du, kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Ich kann mit dir nicht reden. Euch das zu sagen, aber wir werden eine Weile keins dieser Teile auf Lager haben. Unsere letzte Lieferung wurde beim Anflug nach Coruscant von Kopfgeldjägern abgefangen. Wenn ihr schnell seid, oh Mann, könnt ihr sie da oben noch einholen. Beschafft ihr die Ware, hört sie euch. Ich habe eine Ladung schon für die Versicherung abgeschrieben. Ah, Geschäft. Okay, so viel dazu. Na gut, nehme ich mal da oben im Weltraum, muss ich die abfangen, ne? Hatte er gemeint, ne? Guck mal. Hey, yo. Sagst du mir das Gleiche? Haben wir hier nicht. Habt ihr schon? Ja, mal schon. Wo ist die Person? Hier. Du sagst mir eigentlich auch nur, ne? Wir führen hier nur die besten Droidenteile. Und wie werdet ihr heute bezahlen? Ja. Meinetwegen. Gebt mir. Alles für die Quest. Alles für die Steinchen. Ich glaube, wir kriegen so einen Druiden als Charakter, ne? Oh, ihr sammelt sie durch bloßes Hineinlaufen ein. Wunderbar. Pff. Ja. Ich wollte schon sagen, aber Vorsicht. So, haben wir das. Wo ist der letzte Stein hier? Über mir? Komme ich da hoch? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Irgendwo hier hoch. Guck mal. So, also nicht, weil ich noch sagen. Wir sammeln jetzt Zeug sein, ne? Man kennt es mittlerweile, ne? Hier komme ich nicht hoch, ne? Doch, jawohl. So, oh, weil schon mal hier. Wo viele Dinger sind hier? Nee, was ist hier los? Tadelloser Geschmack. Werdet ihr den hier kaufen? Ja. Ausgezeichnete Ware. Ihr werdet es nicht bereuen. Okay. Was den Typen? Ich habe mir jetzt einen Typen gekauft. Er soll ein Druide sein. Ich dachte, da wäre so eine Art Alien-Rasse oder so. Grand Admiral Thrawn. Tun wir mal überspringen. Mein Gott. Was ist das? An diesem Druiden hängt also euer Herz, ja? Okay. Noch mehr Sachen kaufen. Weil aber. Kleiner Laden voller Druiden. Auch kann ich ja einfach die Druiden kaufen? Ja. Ein Kunde, der sich mit Druiden auskennt. Wäre das alles für heute? Einfach so? Haben wir ihn jetzt? Ich kann einfach die ganzen. Okay. Ja, damit. Tadelloser Geschmack. Also eigentlich, wie viel Kohle ich habe. Das ist irgendwie kreativ. Ihr wollt diesen hier? Gute Wahl. Ein Kunde, der sich mit Droiden auskennt. Ups. Also euer Herz, ja? BB9E. Alles klar. Wie ist ein Druidika? Ich
bestimmte andere, ne? Druideka. Boah. Irgendwie fand ich, sahen die früher viel besser aus. Die sehen irgendwie voll komisch aus. Ich fand meine Druidika sahen viel besser aus. Aber okay. Meine sahen ein bisschen simpler und irgendwie, weiß nicht, die sehen irgendwie so clunky aus irgendwie, ich weiß es nicht. So, hier fehlt irgendwo noch ein Stein. Sehe ich den hier irgendwo? Irgendwie nicht, ne? Kann natürlich sein, dass er wieder irgendwo, oder er könnte auch in dem einen Bezirk sein, ne? Wo wir auch noch hin müssen. So, gut, wir müssen sowieso, ja, nochmal in den anderen Bezirk runtergehen, ne? Cool. Konnte ich mal einfach die B1 Druiden hier so holen. Cool. Einfach mal so 4-5 Charaktere freigeschaltet. Ich kann nicht einsteigen. So, da muss ich mal da eingehen. Deswegen waren da so viele Charaktere. Ich habe mich schon gefragt, da waren irgendwie 10 Charaktere zum Freischalten. Ich habe mich schon gefragt. Oh, ich sollte mal so einen Abstecher machen hier bei einigen anderen Planeten. Da kann ich bestimmt auch irgendwo Druiden nur so kaufen, ne? Oh, vielleicht kann ich mir Sklaven auf Tatooine kaufen. Wow, da freue ich mich. So, hier da ist der letzte Stein. Genau, da war da so eine Wand zum Hochklettern, glaube ich, ne? Holen wir uns das. Hier irgendwo oder Teil. Nämlich da rein, sonst erschieße ich euch. Hi. Nein, lass mich die kaufen. Damit zahlen wir abbrechen, stattdessen der Herausforderung zu gewinnen. Nein, kein Bock. Keine Lust. Einfach mein Geld. Bin pay for win, pay to win. Ich komme mich schon bewegen, obwohl der Dialog noch da war. So, hier war dann irgendwo, ne? Ich erinnere mich genau hier. Mache ich schon wieder. Müllsammler, ich meine Schrottsammler. So, warum habe ich hier schon wieder? So, Held, warte mal, lass mich dich mal hier mit Schrottsammler hier austauschen. Nur Wicked. Stimmt, das ist ja so ein Astromech-Druide jetzt, ne? Cool. Oh, super Kampf-Druiden. Sag mal. Bereich wird gescannt. Ja, wie so eine Bowling-Kugel einwerfen. So, Netzwerfer baue ich, ne? Oh, reg dich ab, Kollege. So, dann brauche ich einen Jedi. Ich habe mal hier Kid Fisto genommen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Jedi-Meister Kid Fisto. Und ich mag es zu fisten. Ich könnte Hand anlegen. Oder ein Tentakel. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Ich mach das schon. So, die Tatsache, dass wir noch 50% haben von dem Spiel bisher, ne? Wo wir schon einige Planeten ja komplettiert haben. Wow. Wer ist sie?
28 von 29. Nein, hier fehlt immer noch irgendwo was. Muss irgendwo in einem dieser Häuser sein, ne? Nein, dieser Dinger hier. Oder durch eine Quest, keine Ahnung. Warte mal, ich sehe ihn. Hier ist er. Genau, da muss man gleiten. Boah. Ich erinnere mich, irgendwo muss man wohl nicht da gleiten. Also kann ich mich dran erinnern. Ja, das wird ja ein Spaß, ne? Wir wissen ja, wie er mit den Gleiten hier immer abläuft bisher, ne? Nicht gut. Darauf wollte ich hinaus. Ah, da. Genau. Ich erinnere mich. Ja, gucken, ob ich das schaffe, ne? Boom. First try. So, damit haben wir hier gibt es noch 4 Charaktere, aber ich sehe gerade nichts. Das muss ich ja nachgucken, vielleicht gibt es hier welche, ich weiß nicht. Egal, wir müssen zum Weltraum von Coruscant, ne? Und die Kopfgeldjäger da erledigen. Machen wir das. Au! Kollege! Ich bin gerade jetzt hier gespawnt, Mann. Besiege deinen Feind. Besiege deinen Feind. Warum klingt das irgendwie so die Kraft aus dem Inneren? Da muss ich hin. Oh, Coruscant sieht aus dem Weltraum voll cool aus, ne? Ganzen sieht aus wie da irgendwie so riesiger Vulkankrater Yetaris aus Knights of the Old Republic, sah auch so aus, ja, auch so ein Coruscant Abklatsch und vor tausenden von Jahren. So, ich bin hier zum Verhandeln. Der hat die Dinger wahrscheinlich nur eingekauft und so, ha, gut, ich habe endlich meine Druidenteile oder was auch immer die Dinger waren. Jetzt kann ich endlich nach Hause gehen und meine Familie ernähren. Und da wird einfach von hinten abgeschossen. Nicht einfach nur so, zeig. Boah. Ja, was geht? Schon wieder ein Druiden freigeschaltet. Oh mein Gott. Aua. Es lebt. Ich krieg den letzten Teil nicht ganz hin. Würdet ihr mir die Ehre erweisen? Nein, der Kopf. Er baut das blöde Teil. So. Der silberne. Nicht der goldene Gott, der silberne Gott. Das klingt nicht richtig. Also, das ist echt toll. Er erinnert sich an jede Sprache der Galaxis, nur nicht an Basic. Und was soll ich jetzt machen? Hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich glaube, du bist hoffnungslos überfordert mit diesem Job, Kumpel. Und ich bleib drauf sitzen. Ihr könnt ihn gerne mitnehmen. Wer weiß, vielleicht fängt er sich ja irgendwann wieder. Das machen wir. Okay. Gib. Hoha. Den muss ich natürlich wieder kaufen. K3PO. Der Serie 3PO. Also hat irgendwie Anakin den auf irgendwie so eine Art Plan irgendwie gebaut. Ich dachte, der Anakin hat irgendwie C3PO ja gebaut oder hat den einfach nur, nee, kann ja nicht. Es gab ja diese Protokoll-Druiden schon in die Konföderation, die hatte ja auch welche, die als sie Obi-Wan und Qui-Gon begrüßt haben, ne? Ich dachte irgendwie, Anakin wäre derjenige, der irgendwie dieses Modell erschaffen hätte. Ja.
Macht ja keinen Sinn. So, was ist hier? Da hatte ich da auch irgendwie eine Quest oder so, ne? Mal gucken. Aquamarin in deinen Ohren, das ist nicht das, aber das können wir auch machen, ne? So. Ja, und ich muss das Ding hier irgendwie verfolgen, ne? So, hier endet die Spur. Ich muss da rein, glaube ich. Da kann ich auch rein, sehe ich gerade. Ich sehe es auf der Karte. Okay. Wo sind meine ganzen Charaktere? Ich hätte auch voll viele. Ich wusste, dass hier sind. Nein. Nein. Hat doch dann geklappt. Ich muss ja mit nächsten Tag hier enden. Ja, muss ich. Wo ich das Oberteil? Jetzt ist die Tür offen. Und die Tür. Hey, meine Beine, kommt gefäß her. Hast du irgendwelche Dialoge? Helft mir Obi-Wan Kenobi, jetzt hat meine einzige Hoffnung. Meine letzte Hoffnung, was auch immer. Da sehe ich irgendwo einen Weg. Oh, ho! Okay, ich habe das aufgemacht. Upp. Wo hänge ich da fest? So, was ist hier? Nein. Okay, ich kann aber nicht durch. Was ist hier mit? Das ist die falsche Richtung. So. Aha. Kann ich dich hier lassen? Ich glaube nicht, ne? Was habe ich ja gerade geöffnet? Das hier? Ne, hier war ich gerade drin. Habe ich gerade geöffnet. Den hier. Aha. Mein Gott. Komm aus dem Weg. So. So. Was habe ich denn da aktiviert? Ist aber nichts. Ja, man, da ist richtig, ne? Der ist sogar hier drin geblieben. Gib mir doch nicht immer die Beine. So. Beine kommt gefällt hinterher. Es geht der hier so rum. So, nun. Zu den Grünen, ne? Jetzt brauche ich ja das nicht mehr.
oder? Haha. Was habe ich denn jetzt gerade schon wieder geöffnet? Wir müssen nur jetzt da wieder rausgekommen. Bin sogar ein bisschen verwirrt, was ich genau machen muss. Die Tür kann eigentlich zu bleiben, ne? Bringt eigentlich gar nichts hier. Da kann ja eigentlich nur so richtig sein, ne? Okay. Da muss ich dann öffnen. Ich muss die Lelane öffnen. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Die blauen. Pff. Schon geöffnet. Meine Güte. So. Kabelkämpfe, alles klar. So. Können wir uns mal um die Quest, die ich hier gerade angenommen habe, ne? Nicht angenommen habe, weil ich gerade ausgewählt habe, ne? So wie muss Eis hin nach Aquamarien Staffel. Hm. Ist auch noch irgendwas. Oder ist das die Quest? Die Aquamarien Staffel versucht. Ja. Hm, ich sehe gerade nichts. So, Mos Eisley. Können wir noch Mos Eisley dann? Nein, einsteigen. Gehen wir nach Mos Eisley. Die eine Wüste muss ich übrigens auch noch mal erkunden irgendwann. Gut, wir gehen jetzt mal hier strikt durch die ganzen. Warum ist meine Wasserflasche so weit weg? Ich habe sie. Ich mal kurz einen Schluck. Ich habe letztens den falschen Part zuerst hochgeladen. Ich wusste, irgendwann passiert das mal. Weil die hat irgendwann mal hier so geändert haben mit den mit der Sortierung für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie das hier funktioniert, ne? Aber wenn du ein Video hochlädst, ne? Wenn du ein Video hochlädst, ne? Ich rede mal mit dir zuerst. War ein paar Rebellenkampf vorbei. Sie zogen ihre Verkaufsmasche ab. Ich sagte ihnen recht gleichgültig, dass alles bestens ist bei mir, und sie ging weiter. Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun kann, aber was soll's. Ich habe mich gerade erst angemeldet und bin super besorgt, erwischt zu werden. Die Typen, die mich rekrutiert haben, waren danach bei meinem Nachbarn. Okay. Okay, ich gleich. Ihr sucht diese Rebellen? Behaltet das bitte für euch. Mein Mann ist ein Sturmtruppler und er war gar nicht begeistert, als die aufgetaucht sind. Er hat sie verjagt. Anscheinend sind ihm am Ende alle drei entwischt. Ich weiß nicht genau wohin. Also nach rechts geguckt, Mandalorianer. Aber er würde wahrscheinlich nur mit einem anderen Sturmtruppler reden. Alles klar. Ich verstehe. Ich habe ja Sturmtruppler letztens freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, was geht? Ihr
Ja, diese dreckigen Rebellen. Den Rebellen abschauen, ne? Unsere Leute suchen schon nach ihnen. Aber wenn ihr sie zuerst findet, richtet ihnen ganz freundliche Grüße von mir aus, ja? Ja, mache ich. Dankeschön. Ja. Okay, gehen wir zur Landerampe dann. Also ja, das ist irgendwie sehr komisch bei YouTube, wenn man irgendwie. Ich sollte vielleicht nicht als Dings hier rumlaufen, ne? So kommt so. Was ist das? Und den hier. Der lebt noch, ist klar. Gibt's da nicht. Oh, bin ich froh, wenn wir von diesem Planeten weg sind, ey. Das ist toll, ein Rebell zu sein, es ist toll. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Ich bin Mitglied des hochverehrten Aquamarinkommandos und ich muss mich wirklich dringend melden. Also bis dann, danke für die Rettung. So. Also das mit dem YouTube-Videos ist irgendwie, weiß nicht. Für die, die jetzt nicht wissen, ne? Man lädt ein Video hoch und das neueste Video, was man hochgeladen hat, wird immer ganz oben angezeigt in der Liste, ne, von hochgeladenen Videos. Das Problem ist aber, ich tue die immer erst unfreigeschaltet hochladen, ne, damit ich die halt zu einem richtigen Zeitpunkt hier auch freischalten kann, ne. Und was passiert, wenn ich die wenn ich die Dinger hier freischalte, ist, die ordnen sich wieder nach ganz oben an, ne? Auch wenn ich die irgendwie schon viel früher hochgeladen habe. Das heißt, jedes Mal tut sich die Reihenfolge der ganzen blöden Videos hier ändern. Also nehmen wir mal an, ich tue irgendwie Video 1, 2 und 3 hochladen, ne? In der Reihenfolge. Auch großartig. Ich melde mich lieber zurück, sonst sagt man der Aquamarinstaffel bald noch Trödeleien. Also nehmen wir mal an, ich tue 3 Videos hochladen, ne? 1, 2 und 3 in der Reihenfolge, ne? Ich tue erst das erste, dann das zweite, dann das dritte hochladen. Das dritte ist dann ganz oben angelistet, ne? Weil das halt das letzte Video ist, was ich hochgeladen habe, ne? Also von oben her dann 3, 2, 1, ne? So, jetzt komme ich aber, weil ich die Videos noch nicht freigeschaltet habe, tue ich eins von denen freischalten, ne? Ich tue das erste Video freischalten, ne? Und was dann passiert ist, wenn ich das Video freischalte, das erste Video, das ich freigeschaltet habe, also Video Nummer 1, geht dann wieder nach ganz oben. Das heißt, ich habe dann eine Reihenfolge von 3, von 1, 3 und dann 2. Und da passiert die ganze Zeit. Also die Reihenfolge der blöden Videos tun sich die ganze Zeit auf diese Weise ändern. Und das tut mich voll verwirren. Das haben sie irgendwann mal irgendwie so reingepackt, so glaube ich. Normalerweise bleibt die Reihenfolge immer komplett gleich, ne? Ja, ich gehöre zu. Und egal, wie ich die freischalte oder nicht, die Videos bleiben einfach in der gleichen Reihenfolge. Ich habe dann voll den Überblick, so, weil ich dann immer denke, so, ah ja. Je früher das Video, je kleiner die Nummer, desto weiter unten ist das, ne? Aber jedes Mal, wenn ich die Videos freischalte, dann tun die sich halt hier wieder neu anordnen. Und dann ist voll zum Kotzen, weil dann jedes Mal die Reihenfolge sich ändert. Jetzt können wir alle etwas ruhiger schlafen. Zumindest bis zur nächsten Mission. Okay, gut hier abgeschlossen, alles klar. Also ja, die Reihenfolge tut sich immer wieder hier neu sortieren und da tut mich voll verwirren und geht mir voll auf den Nerven. Und versuch mal irgendwie einen Überblick zu haben, wenn irgendwie so 2, 3 Sachen auf einmal hier versuchst jetzt zu so. Zu Let's Playen, ne? Das ist voll der Horror.
Ich weiß nicht, wann die das wieder eingeführt haben, aber das ist schon eine ganze Weile so. Und ja, ich habe, es war nur eine Frage Zeit, bis ich irgendwann mal so einen blöden Fehler mache, ne? Aber was soll man machen, ne? So, was ist hier mit der Wüste? Gab es in der Wüste nicht auch irgendwie eine Mission für Kopfgeldjäger, wenn ich mich nicht irre? Ja, für Schurken? Lass mal da hingehen. Hier sind noch eine Menge Steine, aber was soll's. Gehen wir zu der Junlandwüste, da waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Habe ich mich auch noch gar nicht so richtig umgeschaut, nachdem ich einen Schrottsammler bekommen habe, ne? Also gucken wir mal. Wie viel haben wir? Immer nur 6. Kann echt nicht sein, dass ich jedes Mal irgendwie nur 1% bekomme durch diese ganzen Missionen. So, gehen wir mal da ein. So, da ist der Todesstern. Irgendwie kann man übrigens nur eine Basis überall hin platzieren. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich dachte immer, die sind irgendwie so nach Sektoren irgendwie so eingeteilt, ne? Je nachdem, was für ein Sektor ich den da platziere, kann man das von den Sektoren halt sehen, ne? Also ich bin zum Beispiel hier, gerade hier. Also wenn ich hier einen Todesstern platziere, dann sieht man nur in Geonosis und Tatooine ein, ne? Wenn ich in dem Weltraum von einem der beiden ein platziere. Aber ne, die sieht man überall. Auf jedem Planeten sieht man die jetzt. Weiß nicht wieso, ich finde das ein bisschen doof, aber was soll man machen, ne? So, hier brauche ich einen Schurken für. Schon wieder so einer. Ich muss Vorräte zur Basis auf Yavin 4 bringen. Boah, schon wieder Yavin. Das Imperium lässt mein Schiff nicht aus den Augen. Ah, jetzt kann ich schon wieder leicht. Losfliege. Werden sie sich auf mich stürzen wie ein Gamorianer auf einen Bombrattenburger. Also werde ich sie mit meinem Schiff ablenken, während du die Fracht zur Basis bringst. Mit den imperialen Schiffen werde ich schon fertig. Aber kann ich für die Lieferung auf dich zählen? Also Gefühl, das wird nicht so ablaufen. Ich muss mich um die Typen kümmern, ne? Und beginne dann mit dem Ablenkungsmanöver. Aber sei wachsam. Einige unserer imperialen Freunde lassen sich vielleicht nicht so leicht täuschen. Oh, Samausdroide. Samausdroide, ich sehe was Rotes auf der Karte. Wo bist du? Da. Was bringt dieser aufgeladene Angriff eigentlich? Also, quer bringt überhaupt nichts. Also, weißt du, was ich mir mal hole? Ich hole mir mal hier. Weil ich ja weiß, es kommt gleich wieder hier so ein Ding hier mit. Sind die Dinger noch mal hier? Nee. Hier, mein Gott. Kann ich den Schaden von Flugschiffen hier erhöhen? Flugschiffen von Raumschiffen? Nee. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Angriffskraft deiner Schiffe. Doch, habe ich schon. Lass mich das mal aktivieren, weil ich finde das voll nervig hier. Ich will die lieber hier. Weil das ist dann schon wieder so eine Mission, wo ich irgendwie so 5-6 Wellen oder so auf einmal bekämpfen muss, ne? Da würde ich gerne so ein bisschen. Würde ich gerne ein bisschen beschleunigen, wenn es geht. So, hier fehlen uns noch ein paar Sachen. Lass mal gucken, was es da noch gibt. So, rechts von mir. Was? So, oder was? Da war ich doch gerade. Oder? Nee. Was denn da? Aua. Was bei ihnen? Ja, hey, was geht? Was ist das hier? Boah. Okay. Der Schatz im Transportschiff. Okay, haben wir das.
Wo gehe ich als erstes hin? Da ist auch noch ein Krack. Zum sehe ich die ganzen Sachen nicht. Also die Quest, die ich gerade angenommen habe, oder? Boah, keine Ahnung. Gehen wir hier als erstes. Boah, war. Wir sind schon wieder in der Javin-4, Mann. So, oh, da war ich Schrottsammler, glaube ich. Da war so eine Mauer zum Erklimmen, ne? Wenn ich nicht irre. Wow. Was war das für ein Geräusch? So, genau. Okay. Aber ich kann nicht so viele da platzieren, ne? Da muss ich wahrscheinlich hier mit ihnen hochklettern, ne? Und da muss ich da dran ziehen, da oben, ne? Ich jetzt mal raten. Dann könnte ich die Kamera ein bisschen nach oben machen. Okay, so funktioniert das nicht. Okay, wo kann ich ihn dann jetzt hier einen hinpacken? Klappt so nicht. Mach ich halt so. Wenn ich zwei Schrottsammler hier habe, können die beide dann. Ne. Wie mache ich das? Ich muss irgendwie. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Hört schon mal gut an, ne? Okay. Sind wir halt so. Kann ja nur schief laufen, ne? Ich glaube, ich hätte halt so weit fliegt. Ne? Oh, was zum... Komm. Ich habe sogar noch so einen Sprung gemacht am Ende. Ah. So, aber bringt es auch nicht. Warte, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Bin dumm. Okay, ich brauche zwei Schrottsammler. Ne, eigentlich nicht. Ich mache den hier, ne? Ich glaube, der oberste da, der bleibt, ne? Jetzt gehe ich einfach daran. Ja, du bleib mal da dran. So, mein Gott. So. Okay. Was, warum tut denn er so wenig nur? Warum ist das Ding direkt zur Wand gedreht? So viele Sachen, die mich stören. Ich muss da irgendwo lang, glaube ich. Holen wir uns den Stein auch noch.
Boah, das ist voller Horror hier in Sachen Soundkulisse. Boah, ich würde ja auf Tatooine durchdrehen. Nicht erleben, weil wir wie tut der Luke hier noch aushalten. So, hier, genau. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Jedi-Meister Kit Fisto. Muss ich ein Protokoll-Droiden hier benutzen? Muss die ja so anlocken? So, hey, guck mal hier, Technologie. Okay, hier bin ich mir noch nicht sicher, was ich machen muss, ganz ehrlich. Also was hier? Zielort festlegen. Das bringt mir nichts. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich muss in Java spielen, ich weiß es nicht. So, wir müssen nach Yavin. Schon wieder. Aber da haben wir auch schon alles erledigt. Bring mich doch bitte nicht dahin. Das ist voll die Zeitverschwendung. Boah, den würde ich am liebsten so einen reinhauen, ne? Nie so nervige Viecher in einem Videospiel gesehen. Kriegt er echt Aggression. Ja, Überraschung, Überraschung. So, ich habe die Stärke meines Schiffs dabei erhöht. Sehe ich ja, wie der abgelenkt hat hier. Gute Arbeit, Kollege. Die Missionen sind ein bisschen nervig, finde ich. Passiert irgendwie nicht so viel, habe ich so Gefühl. Der ist gut, Mann. Kommt der Stücke. Ja, oh, wie schnell die jetzt kaputt gehen. Sehr gut. Wenn ich die Story weitermache, schließe ich durch die Sachen wieder abstellen. Aber mein Gott. Einfach um uns hier ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, Zone abgeschlossen. Macht es euch gemütlich, Leute. Das könnte noch ein bisschen dauern. Hilfe von den Dingern gibt es nicht allzu viele noch. Aber ich habe noch 100 Missionen oder so, die ich machen muss. Wie sind bitte schön noch 100 Missionen übrig? Kann nicht sein. Ja, du sollst die Typen ablenken, Kollege. Warum muss ich denn jetzt gegen die kämpfen? Aber ja, da ist immer noch der Todstern. Den sieht man von überall. Kann ich sein, Mann. Ist das viel Schaden? Ich weiß es nicht. Sterb. Zone abgeschlossen. Lass mich raten, noch eine, ne? Das sind immer drei. Ich wusste, dass so eine Mission ist, natürlich aufs Ging gemacht. Jetzt sind wir in Sicherheit. Boah. Das Problem ist, da sind einfach immer nur mehr. Lass mich wenigstens mit so einer gegen so eine Kampfstation oder irgendwie so was kämpfen, irgendwas Interessantes. Aber okay, mach hin. Oh mein Gott, nein, es sind zwei mehr als beim letzten Mal. Das sind noch nicht mal irgendwie so spezielle Fahrzeuge oder so, Schiffe oder so, sind einfach genau die gleichen, nur mehr. Ja.
Na komm, mach den, ey. Ihr langweilt mich. Ich habe gesagt, es ist langweilig. Du langweilst mich. Ungefähr ist hier hin. Du bist aus der Reichweite. Du Spinne. So. Wo ist er? Der war doch grad, warum ist er auf einmal hinter mir? Der war doch gerade vor mir irgendwo. Wo ist er? Ich sehe das rote Ding nicht. Da. Na. Stirb. Okay. Na, sind wir fertig. Ja, da kommt noch eine Welle. Ja, fertig. Und er sagt ja. Fast geschafft. Erledige diese Nachtzüge dann noch. Dann wird sich eines unserer Schiffe. Ist noch mehr erledigen. Oh mein Gott. Nein. Ja, schickt die Besatzung ihren Jägern. Zu ihren Jägern. Wir gerade den Discord angesprochen. Doch gar nicht gegen den, ich muss die gar nicht hier an, ich muss sie gar nicht abknallen. Du hast die Vorräte dabei? Ja. Was ist mit Bix? Hört mich jemand? Ich habe Probleme. Hey Bix. So viele. Ich nehme die Vorräte. Flieg du zu Bix rüber und hilf ihm. Was denn? Ich riskiere fast jeden Tag meinen Hals. Heute habe ich Ruhetag. Oh mein Gott. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Aber kenne deinen Feind. Bist du dein Kollege? Ja. Ich kann nicht aus Final Fantasy, Bix und Wedge. Da hat das Star Wars her geklaut. 20, 30 Jahre bevor er erst in Final Fantasy rauskam. Wir mal an Bix und Wedge aus Final Fantasy 6 denken, obwohl die... Ich finde die aus Final Fantasy 8, die waren immer am ikonischsten, diese beiden Soldaten. War noch witzig. Ja, ich denke, das waren alle. Okay. Rede mit Bix, wo bist denn du? Los, gib mir deine Persönlichkeit als, oh, danke für deine Hilfe. Als Figur, nehme ich an. Außerdem sind wir ein gutes Team. Lass es uns irgendwann dem Imperium mal wieder zeigen. Okay. Ich habe noch gerade geguckt, ob mir jemand hier... Der Vegas hat mir ja mal einen Clip über Discord geschickt. Ich habe nur den Thumbnail gesehen. Ich muss schon lachen. Das ist von Drawn Together. Ja, eine Szene, die er letztens bei Diablo erwähnt hat, nehme ich an. Ist das? So, was haben wir denn noch hier? Korsand. Dagobah. Aber ich jetzt noch wüsste, wo ich Quests angenommen habe, ne? Wieso ist er nicht grün? Ist er abgeschlossen? Wenn ich mal wüsste, wo ich hin. Wo ist die Quest von Dings hier, von Utapau? Hey, auf Yavin habe ich alles erledigt, cool. Hier, Felsen aus der Ferne. Da muss ich einige Planeten besuchen, ne? So, wo muss ich hin? Ich muss nach Nabo.
Klar, warum nicht? Ich gehe mal mit den. Vielleicht kriegen wir das hier noch geschafft mit diesen Steinen, ne? Tiet. Boah. Okay. Das ist die blöde Quest, die mir die ganze Zeit nur angezeigt wird, ey. Irgendwo ist ja noch ein Stein oder mehrere. Vielleicht ein Palast. Oh, letztens hier. Ja, anscheinend ist ja nichts. Oh Gott. Schon wieder einer pink. Was ist das hier? Warum? Mir mich vorzustellen. Ich bin Jedi-Meister Kid Fisto. Oh, warte. Oder ein Tentakel. Ich merke gerade, er ist auch hier. Tanze für mich. Meins. Okay, so war ja schon fertig. Nächster Dagobah. Wir haben noch zwei Steinchen, die kriege ich doch bestimmt jetzt auch, ne? Dann habe ich zwei Schrottsammler-Steinchen. Cool. Stimmt, ich muss die anderen zum Tanzen bringen, ist ja halt nicht so komplex, was ich da machen muss, ne? Ab nach Dagobah. Luke. Ja. Okay, Dokeli. Wer bist du denn? Was sucht ihr? Einen Steinkreis? Tatsächlich habe ich einen gesehen. Warum frage ich das überhaupt? Ich werde den schon finden. Ich werde den schon finden, mein Gott. Hier ist doch einer. Soll ich nur jemanden zum Beeinflussen? Was? Jetzt bringe ich die zum Explodieren. Wie in Oddworld. Oh Gott, ich will irgendwann mal Oddworld spielen. Das ist so ein lustiges Spiel. Einfach nur Interaktion mit den ganzen Charakteren. Das ist aber so lustig. Wo ist es hier? Gibt es auch in meiner Heimat. Da sind sie aber ein wenig feuchter. Ja, ich bevor ich den Text gelesen habe, wusste ich, dass der irgendwie sowas sagt. So, holen wir uns den, ich wollte das Stern sagen, Stein. Ach, da muss schon wieder gleiten. Ich könnte schon von Freude wieder kotzen. Nein, du sollst nicht. Nein, So, haben wir uns den ganz schnell. Die Kamera ist irgendwie so komisch gerade. Sehr gut. Der neblige Sumpf. Na, was ist hier? Lass mich da weg. So, was? Feind? Also, ich dachte, wir haben Maus-Druide. Oh nein, es ist nur Frühstück.
Soll das der richtige Weg hier sein? So. Gott. Schönen Dagobah hoch. Schönen Dagobah noch. Hey, 100% hier. Dann gehen wir nach Endor. Oh, da ist noch eine Menge, die ich nicht gefunden habe. Okay. Aber kommt ja noch. Unsere Zeit wird kommen. Okay. Ja, ich wollte schon sagen, wo ist mein Schiff? Hey Mann, wo ist mein Schiff? Dorf der Ewoks. Der Ewoks. Sind voll woke, die Typen. Ich versuche das weiter überprüfen. Wir haben 57,9. Und schon ist aufzusehen, sie ich gerne um. Ich hoffe wirklich, jede Person, die ich rede, tut ich auch irgendwie so was. So Prozentzahl irgendwie so hinzufügen. So, warte mal, bevor ich das erstmal mache, lass mich erstmal hier. Na. Ich finde das schon. Da ist ein Typ, da ist das Ding. Jedi-Meister Kid Fisto. Ich könnte Hand anlegen. Oder ein Tentakel. So, haben wir das. Wo ich war wahrscheinlich sowieso jetzt hier zurück teleportiert, ne? Ja, okay. Ja, machen wir halt so. So, wer ist denn da schon wieder gestorben? Gut. Haben wir das erledigt. Wir haben ein paar Druiden gekauft. Wir haben ein paar Missionen erledigt, ein paar Steinchen noch gesammelt, ne? Mit den Steinchen sammeln, das haben wir ja eigentlich schon fast erledigt alles, ne? Yo. Unglaublich! Ihr habt alle fehlenden Steine gefunden. Ja. Ich würde sagen, es war äußerst klug von mir, euch diese Aufgabe anzuvertrauen. Ja, und jetzt vertrauen wir deine Steine an. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir mit ihnen tun sollen. Oh, aber eins nach dem anderen. Hier ein kleines Dankeschön für eure Hilfe. Ja. Felsen aus der Ferne. Bonk. Mit dem wir direkt eine neue Mission. Ey, Vorsicht. Die gibt es auch in meiner Heimat. Da sind sie aber ein wenig. Meine Güte. Oh Gott, ich sehe halt gar nicht. Ah, ja, ein Bild scheint sich zu formen. Ich sehe halt kaum. Muss mal auf meinem Fernseher gerade gucken. Hier, ne? Ich nehme an, diese Leuchten bedeuten halt, wenn das hier so leuchtet, bedeutet das richtig, ne? Wo soll das denn sein? Warte mal, sind da noch vier. Nun. Da sind doch noch mehr. Ich denke, das ist es. Gut gemacht. Yay, fröhliche Weihnachten. Oh, meiner, meiner. Das ist meiner, er gehört ganz allein mir. Powernisches Puzzle. Ich bin schockiert, überwältigt. Ich bin rein. Jetzt nicht mehr. Nehmen soll. Der ganze Rest war für mich, mein Schatz, mein glänzender Schatz. Sorry, da wird schon respawnen, keine Sorge. Oh, 100% ausgezeichnet. Cool, dann haben wir hier, ich glaube, so 2-3 Planeten abgeschlossen wieder, ne?
57,15%. Immer noch so viele Quests übrig. Wow, Unterbau haben wir komplett abgeschlossen. Cool. Maklunke für die Legende. Aber Tatooine geschwungen mit. Über Tatooine. Oh. Na gut, aber machen wir beim nächsten Mal, ne? Boom. Alles klar. Da sind noch ein paar Kristalle, Kollege. Nimm die doch. Gut, dann würde ich sagen, aber das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Feuererkundung, ne? So ein bisschen kann man noch machen, ne? So in Sachen Feuererkundung, ne? Ist noch so viel zu erledigen, ne? Ich kann jetzt einige Planeten hier komplett erledigen, das gefällt mir. Und dann sage ich, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.